Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir sind immer noch in der Weekend League und immer noch an Tag, oder am Samstag, also eigentlich Sonntag, aber Sonntag, Nacht, also nee, morgens halt. Also jetzt ist es glaube ich 0:30 Uhr oder so. Und ja, ich möchte natürlich weiter so konstant gut spielen wie in den vielen letzten Spielen. Das heißt, sobald ich merke im Spiel jetzt, dass meine Konzentration nachlässt, werde ich aufhören und den Rest am Sonntag spielen. Aber momentan läuft es halt einfach sehr gut. Ich bin sehr fokussiert und konzentriert, dass ich, solange ich das halt nicht merke, natürlich weiterspielen werde. Das wäre blöd, das nicht zu machen. Und ja, meine Abschlüsse waren gut, meine Distanzschüsse. Ich habe jetzt auch wieder stärker aufgezogen. Da muss ich aber weiter darauf achten, dass ich einfach straffe Abschlüsse suche, wenn ich aus der Distanz schieße. Und ansonsten vor allem im Aufbau halt sehr, sehr wenige Fehler mache. Ach du Scheiße. Sag mal, kann das sein, dass die Teams des Gegners immer besser werden? Ibrahimovic, Higuain, Oblak, Pepe, Pogba, noch irgendeine Info, dann Ramos, glaube ich, noch in der Innenverteidigung. Also könnte sogar mit das stärkste Team gewesen sein, abgesehen vom Ronaldo-Messi-Team, was wir schon mal gesehen hatten. Abgesehen vom Ronaldo-Messi-Team, was wir schon mal gesehen haben, könnte das stärkste Team gewesen sein, was wir bisher als Gegner gehabt haben. Aber egal, wir bleiben fokussiert, den Ball hatten wir schon fast. Das sind natürlich auch einfach alle Spieler, die haben einen. Oh, den habe ich drin gesehen. Die haben einen krassen Distanzschuss. Quadrado hat anscheinend auch wieder. So, können wir den hier irgendwo cool kurz machen? Oder? Ich würde halt gern ganz nach links machen, aber ich getraue mich nicht. Ich mache den mal lang, ich will ja echt kein Risiko eingehen. Der hat natürlich eine mega krasse Abwehr etc. Also. Schade, wäre auch ein Foul gewesen, leider. Das macht er gut. Oh, das soll er ganz auf Lacazette spielen. Habt ihr das gesehen, wie frei Lacazette war? Ärgerlich. Hier arbeitet sich Gonalons eigentlich den Ball. Sehr gut rausgegrätscht, leider. Und jetzt gibt es ein fettes Distanztor. Oh, da haben wir Glück, da haben wir Glück. Er scheint gerne zu schlänzen, wie es aussieht. Scheiße, Mann. Der Gegner hat eine krasse Mannschaft und der Gegner spielt gut bisher. Wir haben aber leider auch keinen Angriff bisher durchbekommen. Würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es an mir lag. Ich habe gepasst, er macht's nicht. So, Kosicki hat mal ein bisschen Raum, aber ist das denn? Er ist auf jeden Fall schnell und stark. Oder wir machen halt einfach mit dem ersten Angriff und Verratti das Tor. Nice, war aber auch ein schöner Pass. Und dann einfach die Zeit gehabt, um ihn ins lange Eck zu machen. So, jetzt konzentrieren, Paxis. Komm schon, der Gegner hat ein krasses Team, der Gegner spielt gut. Aber du machst mit dem ersten Angriff einfach das Tor. Und spielst jetzt genauso weiter und gewinnst am Ende verdient. Komm schon, Paxis. Komm, konzentrier dich verdammt nochmal. Komm jetzt. Sehr gut von Ribéry. Leider bleiben wir nicht im Ballbesitz. Ich sag doch, der hat auch gute Distanzschützen. Ibrahimovic gehört halt dazu. Ich hoffe mal, er ist nicht so gut. Ich habe ja schon mal gehört, dass er nicht so krass sein soll. Ob das jetzt wirklich stimmt, weiß ich nicht. Aber dass er einen guten Distanzschuss auspacken kann, sollte klar sein. Schöner Pass auf Kroziki, leider schlecht angenommen. Aber was macht es? Wir sind erstmal im Ballbesitz und wieder nah am gegnerischen Tor. Sehr schön. Warum steht denn Osiki im Abseits? Schade. Oh, es wird nicht als Foul gewertet. Das war eigentlich ein Foul. Da bin ich aber froh, dass es nicht als Foul gewertet wird. Weil es war meiner Meinung nach auf jeden Fall eins. Das war halt auch ein Foul, aber okay, da das erste nicht gewertet wurde, ist das natürlich ausgleichende Gerechtigkeit. Den Ball hat man schon fast.
Das ist ein ärgerliches Gegentor. Das ist nicht unverdient, der hatte ja schon Alu-Treffer, aber es ist trotzdem ein ärgerliches Gegentor, weil den habe ich halt eigentlich auch, den Ball. Sieht man jetzt hier leider nicht nochmal, aber ich weiß nicht, wer da in der Innenverteidigung. Nkulo müsste es gewesen sein. Nkulo hat eigentlich den Ball, aber irgendwie schafft Higuain trotzdem zu schießen. Und jetzt einfach gut weiterspielen. Hier ist was drin. Es wird ein sehr, sehr schweres, enges Spiel, aber hier ist definitiv was drin in dem Spiel. Das können wir auf jeden Fall gewinnen, auch gegen dieses krasse Team, gegen diesen guten Spieler. Hat ein bisschen Glück mit den zweiten Bällen, finde ich. Ecke, komm jetzt einfach 2-1, komm schon. Komm schon, 2-1 jetzt einfach. Komm. Ach, da hat er mich halt auch wieder behindert am Ball, deswegen habe ich es nicht geschafft. Macht wenige Fehlpässe, wie man sieht. Sehr, sehr ruhiger Aufbau. Sehr gut von Verratti. Ich weiß gerade gar nicht, wen er da als... Das ist auf jeden Fall eigentlich auch gelb. Ich weiß gar nicht, wer da als Außen wird. Ach Marcelo, was für ein Biest, ey. So, aber das kann ein gutes Tor werden. Einfach konzentrieren. Komm schon. Und, oh, schöner Kopfball. Das war, glaube ich, wieder die CPU, aber den kann er auch mal machen. Jetzt macht er die ersten individuellen Fehler und hat leider Grosicki Probleme mit der Ballannahme. Ballkontrolle, sorry. Aber trotzdem macht er halt jetzt gerade die ersten individuellen Fehler, die man halt mal ausnutzen müssten. Alter, was ist denn das für... Man hat schon beim ersten keine Geld bekommen. Schade. Ah, hier ist was drin. Der Gegner fängt an, Fehler zu machen. Hier ist was drin. Wir haben auch ein Tor geschossen. Wir kommen eigentlich ganz gut durch, wenn er uns ein bisschen Platz lässt. Von daher würde ich sagen, ich würde mal die Aufstellung lassen. Ich denke, wenn ich jetzt einen Rückstand gehe, würde ich dann auf 4-3-2-1 schalten. Aber sonst bin ich eigentlich ganz zufrieden. Aber es ist wirklich, also, das ist jetzt definitiv der schwierigste Gegner in der Weekend League, weil auch sein Team so mega krass ist. Es hat so eine Gefahr vom Tor. Aber ist was drin. Wir müssen einfach nur konzentriert bleiben. Und... so konzentriert spielen und aufmerksam, wie wir das die ganze Zeit jetzt gemacht haben und vor allem halt keine unnötigen Aufbaufehler uns erlauben. Scheiße. Ah, das macht Verratti gut. Haben wir ein bisschen Pech, da hat sich Lacazette leider schlecht positioniert. Sehr gut. Sehr gut, dass das als V gewertet wird. Ich überlege halt gerade, ob ich ihn reinflamme. Wir haben ja schon mal so ein geiles Tor damit gemacht. Ich versuch's mal. Ist eigentlich keine gute Position. Ja. Er muss halt so ein bisschen schräg kommen, der Ball. Wenn er halt komplett geradeaus geht, hat man halt einfach ein Problem.
Sehr geil von Gunnar Lenz. Habt ihr das gesehen? Wie. Okay, geil. Wie knapp da Ribéry fast rangekommen wäre. Schade, aber jetzt haben wir natürlich eine gute Situation für ein Kopfballtor. Macht er leider gut. Macht er wieder gut. Haben wir eigentlich den Ball? Warum da jetzt der eine Spieler von mir reingekrätscht ist, habe ich definitiv nicht gedrückt, keine Ahnung. Scheiße, der Ball kommt nicht gut. Ja, den hätte ich halt nicht annehmen können, deswegen habe ich ihn dann so gedrückt. Der kommt nicht straff genug, der Ball, und sollte auch nicht auf den gehen. Zum Glück schwacher Abschluss. Versuchen wir mit durchrennen. Klappt ganz gut. Dann werde ich leider ins Aus abgedrängt. Da fehlt die Ballkontrolle. Scheiße, ich habe die letzte Reihe nicht gesehen. Und ich habe diesmal nicht auf dem Radar geguckt, das war ein bisschen doof. So, ich wechsle jetzt erstmal, brauchen wir die neue Power, hier brauchen wir alles, alles brauchen wir hier. Ribéry ist wieder fitter als Grosicki. Ich werde wieder Grosicki tauschen. Puh, das ist ein anstrengendes Spiel. Der Gegner ist wirklich super gut. Also hier darf ich noch weniger Fehler machen als sonst. Hier muss ich richtig konzentriert sein. Also keine sinnlosen Pässe mehr auf Ribéry, die nicht ankommen können. Ich werde mal Jones noch kurz lassen. Puh, ist alles drin. Es steht 1-1. Es ist alles drin. Komm schon. Du hast schon mal geführt. Du kannst noch mal führen. So ein merkwürdiger Pass und ja, deswegen hat Lacazette da die Annahme verkackt. Sehr gut. Scheiße, ich wollte mal einen aus der Distanz abziehen. Ach, gelackt. Komm, jetzt ein Tor wäre geil, weil jetzt. Ja! Ja! Verdammt nochmal! Ja!
Wichtiger Zeitpunkt, wieder dran geblieben. Ja! Oh Gott, wenn ich das Spiel gewinne, wäre so geil, Alter. Schwerste Gegner bisher in der Weekend League. Und mega krasses Team und auch wieder schöner Pass, ich glaube, von Ribéry und Player macht ihn dann einfach. Leicht verdeckt geschossen, super schwer zu halten. Jetzt muss ich aber einfach nur auf Zeitspiel gehen. Komm schon. Komm schon. Komm schon, Junge. Bleib dran. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Oh, wir hatten den Ball eigentlich. Wir hatten ihn eigentlich. Oh nein. Verficktes Lackertor, ey. Wir hatten den Ball halt schon. Jetzt nicht demotivieren lassen. Komm schon. Komm schon. Ist noch alles drin. Ist noch alles drin. Jetzt nicht demotivieren lassen. Steht's halt wieder unentschieden. Scheiß drauf. Komm, jetzt einfach noch eins. Scheiße. Scheiße! Och, ist das ärgerlich, dass der das nochmal schafft. Und es war halt einfach halb gelagt, weil er nochmal in den Ballbesitz kommt, obwohl wir ihn schon hatten. Er hat mehr geschossen, aber er hat auch mehr Distanzschüsse gemacht und ist egal. Ist noch alles drin. Und wenn es in Elfmeterschießen geht, wäre glaube ich sogar das erste, oder? Diese Weekend League. Wäre auch okay. Dann gewinnen wir halt im Elfmeterschießen. Wir müssen einfach nur diszipliniert. Ich werde nochmal kurz. Also das hätten wir jetzt mal eine Pause machen können. Herr Ribéry ist immer noch relativ fit. Player ist halt nicht mehr fit. Das ist halt echt die Frage, ob ich vielleicht einen Hintep für Player nehme und Johnson für Hintep hinstelle. Also an der Stelle. Ja, ich mach's mal. Player hat einfach keine Power mehr. Auch wenn er dieses wichtige Tor geschossen hat. Hat uns wieder einfach abgedrängt mit Marcelo, leider. Sorry, aber er hat gerade ziemliches Glück mit den zweiten Bällen. Das war schon wieder Glück. Aber es macht nichts. Ich löse das Ganze spielerisch. Ist kein Foul, klar. Kann mir mal eine Karte geben eigentlich. Kommt nicht mehr durch. Ich komme einfach nicht mehr durch. Aber ich habe auch keinen Bock hier leichtsinnig den Ball zu verlieren. Dann gehe ich lieber Elfmeterschießen. Und versucht da zu gewinnen. Komm schon. Einfach konzentrieren. Ich will natürlich immer noch jetzt das Tor machen, klar, aber nicht durch leichtsinnige Ballverluste. Ball hat man auch wieder rausgespitzelt.
Ich werde jetzt doch nochmal wechseln, weil ich glaube, es macht einfach weniger Sinn, die Pace als ZOM zu haben. Da brauche ich weniger Pace. Ich brauche die auf außen mehr. Ich stehe jetzt einfach Reverie als ZOM. Schade. Mist. Hat er sich noch nicht gedreht gehabt? Krasser Pass, krasser Pass. Zum Klicken da nicht rein. Das war ein kranker Pass, ey. Komm schon, jetzt einfach mal ein Lackertor über eine Ecke. Komm schon jetzt. Komm. Komm, bitte, gib mir das jetzt. Komm schon. Noch eine Ecke. Scheiße, scheiße, scheiße. Unser erstes Elfmeterschießen. Oh, komm, konzentrier dich, Paxis. Du hast die ganze Zeit so gut gespielt. Warum jetzt nicht einfach das Elfmeterschießen gewinnen und da genauso konzentriert spielen? Komm, konzentrier dich, komm schon. Du kannst nur gewinnen. Du hast gut gespielt, du kannst nur gewinnen. Komm schon, Paxis. Konzentrieren, konzentrieren. Ja, Mann! Alle Elfmeter gehalten, alle verwandelt, außer der erste Elfmeter waren auch die anderen zwei von Lacazette dann richtig geil. Ja, gewonnen! So ein wichtiges Spiel, dran geblieben, zweimal in Führung gewesen, zweimal hat der Gegner ausgeglichen, vor allem dann das letzte Ausgleichen, kurz vorm Ende der regulären Spielzeit war richtig bitter, aber ich bin dran geblieben, ich habe gut gespielt. Ich denke, der Gegner hätte definitiv eher in Führung gehen können und hätte dann ja vielleicht sogar 2-0 führen können, aber ich glaube, mit der insgesamten Leistung, die ich abgeliefert habe, war das okay, das ins Elfmeterschießen zu retten. Was heißt zu retten? Ich habe ja zweimal geführt. Und die Elfmeter habe ich natürlich auch besser geschossen. Also ich denke, der von Hintep war fast unhaltbar, wenn nicht sogar unhaltbar. Der von Lacazette ebenfalls gut unter die Latte. Und Gegner verschießt einen, indem er ihn an die Latte presst. Und ich habe ihn zweimal, bin zweimal einmal in der richtigen Ecke, einmal in der Mitte stehen geblieben. Sehr gut, richtig wichtiger Sieg, richtig geiler Sieg. Oh, Grosicki und Plea haben ein Tor geschossen und Vorlagen Kurzawa und Grosicki. Ah, deswegen Grosicki, Man of the Match. Sehr gut, sehr guter Sieg, sehr wichtiger Sieg gegen den bisher schwersten Gegner auf jeden Fall in der Weekend League, mit dem auch besten Team in der Weekend League. Und ich denke, hier täuschen die Schüsse aufs Tor ein bisschen, täuschen die Schüsse so ein bisschen, na? Die Schüsse täuschen halt einfach ein bisschen, weil ich nicht, glaube ich, der schlechtere Spieler war im Großen und Ganzen. Also ihr seht es ja jetzt sehr, sehr ungleich verteilt aus. Der Gegner hat auch deutlich mehr
Distanzschüsse gehabt und nicht so steile Abschlüsse. Meine waren halt einfach, ja, 80-prozentige Chancen oder so, die ich halt genutzt habe. Also ich denke schon, dass es nicht unverdient war. Ich bin Gold 3 schon? Ja! Das habe ich noch gar nicht realisiert. Geil. Also minimal, das minimale Wochenziel haben wir geschafft. Über mehr reden wir nicht, über mehr denken wir nicht nach. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paktis. Und ich mache jetzt noch eine Aufnahme, weil ich fühle mich noch fit. Ich habe super gut gespielt gegen einen extrem schweren Gegner. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht nochmal so ein schwerer Gegner ist, weil der war echt krass drauf. Also schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal, euer Paktis. Oh, war das geil.